Moin Moin zu Lebenslange 1, dem werde ich im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und Scoop, ich werde dir jetzt eine ganz entscheidende Frage stellen. Was sagt dir die Zahl 21 bei Werder Bremen? Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Ja, wir haben zurzeit 21 Punkte, das sagt mir die Zahl. Und diese 21 Punkte haben wir schon seit dem 13. Spieltag. Jetzt haben wir den 17. Spieltag, also seit 4 Spielen kein Sieg. Und jetzt Samstag erwartet uns Wolfsburg. Aber wir sind ja jetzt beim Rückblick zum Union-Berlin-Spiel. Genau, aber um das nochmal nachher dann für euch wieder zu halten, behaltet die Zahl 21 mal im Hinterkopf, denn wir möchten auch gerne mal über den 21. Spieltag reden später. Und dann schauen wir mal, was die 21 Punkte wert sind. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Spiel Union Berlin. Heimspiel, tja, Scoop. Ich muss sagen, erstmal ein bisschen verwunderlich, die Aufstellung auch mit Veljkovic. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass er den tauscht. Die Erläuterungen nachher waren jetzt ein bisschen vage, fand ich, die der Ole Werner da gegeben hat und so, dass das irgendwie sowieso mal austauschen wollte. Oder gut, er hat ein bisschen mit Schnelligkeit argumentiert, aber da hatten wir, glaube ich, schon viele Spiele. Siehe damals auch das Statement gegen Frankfurt mit der Schnelligkeit. Weiß ich jetzt nicht. Was mich wirklich auch sehr überrascht hat, muss ich sagen, weil auch wenn es sein Lieblingsspieler ist, er hätte wirklich eine Pause verdient gehabt, dass der Jung, der auch jetzt mich jetzt wirklich nicht überzeugt hat, dass der auch da wieder außen vor war, also Entschuldigung, dass er gespielt hat, Buchanan außen vor war bis zur 70. oder wann er kam, hat mich jetzt schon sehr verwundert. Groß, okay, kann man machen so. Veljkovic, das war jetzt mal etwas, was ich nicht unbedingt gedacht hätte. Ja, und Groß, Entschuldigung, Jung und Buchanan, das ist ein bisschen für mich ein bisschen komisch gewesen, dass man da nichts gemacht hat und dass aber da auch kein Zutrauen dann hat, jetzt vielleicht mal den jungen, etwas jüngeren Spieler da spielen zu lassen. Ja, das fand ich jetzt schon merkwürdig. Gut, über Duxch können wir uns immer wieder streiten, Bittencourt auch. So viel Veränderung, war klar, dass er den nicht vornimmt. Muss aber auch sagen, die erste Halbzeit fand ich noch ganz gut. Da waren wir meines Erachtens noch ganz gut dabei, hatten auch eine gewisse Aggressivität oft. Sind natürlich dann auch mit ein bisschen Glück in Führung gegangen. Also Glück deswegen, weil es eine Standardsituation war. Aber natürlich diese haarsträubenden Fehler, die dann passiert sind. Ne? Nach 5 Minuten schon, dann Dribbling, Pavlenka, Pieper, der Rückpass zum 1:1. Dann nochmal das abgepfiffene Tor mit Pavlenka. Ja, was soll man da sagen? Da hat ja auch nichts mehr mit Taktik zu tun. Das sind natürlich solche individuellen Böcke. Da kommt es natürlich in der Bundesliga nicht sehr weit. Ne? Das ist so Punkt 1 zur Aufstellung, aber du hast gerade meinen Lieblingsspieler erwähnt, jetzt hast du deinen Lieblingsspieler vergessen, das hat ja Niklas Schmidt auf einmal von Anfang an gespielt. Was hast du dazu gesagt? Naja, was heißt mein Lieblingsspieler? Ja, ich mag ihn zwar so von der Art, wie er spielt. Du weißt ja auch, ich kritisiere das immer, dass ihm da vielleicht für die Bundesliga das eine oder andere noch fehlt. Ich finde es halt gut. Also man merkt halt schon, wenn er spielt, da ist jemand, der auch einen Ball halten kann. Ja, also der hat halt von der Technik, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ist es natürlich ähnlich wie bei Füllkrug und von mir aus auch bei Weiser eigentlich jemand, der ein überdurchschnittliches Niveau hat, was jetzt so diese Ballannahme und so weiter angeht. Wie gesagt, es fehlt so ein bisschen das Thema Zweikampf, Schnelligkeit. Wobei ich habe wohl im Nachgang irgendwo gelesen, hatte der relativ gute Zweikampfwerte, also positiv, ich glaube 57% oder so. Von daher, ich sehe den halt immer ganz gerne, weil der auch vernünftige Bälle macht, spielt. Und du weißt ja, einer unserer Lieblingsspieler jetzt, der auch wieder völlig außer Form ist, Bittencourt, da ist jetzt jeder Ball weg, ja. Wenn er den Ball vorne bekommt, will er ein Dribbling machen oder so. Und das kannst du dir halt nicht erlauben. Dann hatten wir das Thema mit Duxch, der hat jetzt wenigstens, ich glaube, nach 3 Minuten sogar ist er mal zum Kopf hingegangen. Ich habe das natürlich direkt bemerkt. Szene so kurz nach der Mittellinie, da läuft er sich frei, macht sogar einen Kopfball. Ja, also wenn du mit so wenig Leuten spielst, die dann da den Ball auch festhalten können, dann gibt es auch keine Entlastung, gerade wenn wir dann viele Bälle einfach nur hinten rausschlagen aus spielerischem Unvermögen, sage ich jetzt mal, ist natürlich ganz gut, wenn so einer da drin spielt. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, aber hat natürlich auch jetzt keine Bäume ausgerissen, muss man auch so sehen. Wobei, Bittencourt jetzt auch nicht. Ja, wir haben ihn nur gefordert deshalb und da hat der Ole auf uns gehört, dass er Niklas gebracht hat. Ja, meine Analyse, die erste Halbzeit fand ich auch gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, offensiv auch, hat es mir gefallen. Okay, Duxch Vorarbeit, wir machen Tor durch Amos Pieper, wo ich meiner Meinung nach finde, dass der Torwart, okay, der ist schwer zu halten, aber
Unhaltbar war er nicht, fand ich, aber egal, 1-0 für uns. Ja, dann der Katastrophenrückpass vom Amos Pieper, der 4 Minuten vorher das Tor geschossen hat. Dann haben wir noch die Riesenchance mit dem Kula-Ball von Bittencourt, der am Pfosten geht. Ich sag so, bei Bayern München, Borussia Dortmund geht da rein, 100%, bei uns geht halt nur am Pfosten. Das ist halt so, das ist Momentum, das gerade ist. Ja, aber dann muss ich natürlich nochmal auf meinen Freund Pavlenka eingehen, den ich ja immer gelobt habe, aber aktuell, Sepp, ganz ehrlich, wenn er ihn Samstag auf die Bank setzt, ich hau jetzt richtig einen raus, ja, da hätte ich gar nichts gegen, weil was da jetzt los ist, was hat er sich denn nach 5 Minuten gedacht mit der Hacke? Jeder weiß, dass er nicht Fußball spielen kann, Entschuldigung, auch er selber weiß, dass er keinen Fußball spielen kann und dann will er den mit der Hacke spielen, aber das Lustige war ja, er hat den ja gar nicht hinter seinem Standbein gekriegt, er hat den ja vor dem Standbein gespielt und deshalb ist der Behrens ja noch da dran gekommen, dass er sich nicht dabei selber noch auf die Schnauze gelegt hat, war ja alles. Also da fehlt mir ein bisschen der Gedankengang von Pavlenka. Was hat er in der Situation überhaupt gedacht? Das ist, fand ich überhaupt total mies. Ja, dann, wie gesagt, Rückpass von Pieper. Wir schießen die Tore für den Gegner selber. Selbst das ist das Allerschlimmste an der ganzen Situation. 3 Tore in Köln. Jetzt, ich sage sogar, beide Tore schießen wir selber gegen Union Berlin auf. Das Eckentor will ich noch zu sprechen kommen, aber ich habe erstmal eine andere Frage, Sepp. Kurz vor der Halbzeit macht ja schon Berlin das 1-2, was zurückgenommen wird, weil er den Ball mit der Hand spielt, wo Pavlenka wieder richtig Glück hat, weil da lässt er sich viel zu viel Zeit. Er hat schon 2-3 Sekunden vorher die Chance, den Ball weit wegzuschießen. Nein, er wartet, guckt, dass der Behrens da in Position geht und dann schießt er ihn vor der Hand. Sepp, hätten wir uns beschweren dürfen, wenn er das Tor gegeben hätte? Also wir hätten uns auf jeden Fall beschwert, ja. Aber ich gebe dir jetzt recht, das ist halt so eine, naja, vielleicht eine 70-30-Entscheidung mittlerweile, weil sehr viel Hand gepfiffen wird. Früher wäre es jedenfalls nicht abgepfiffen worden. Sagen wir es mal so, wenn du es so willst. Aber ich glaube, heutzutage wird halt alles abgepfiffen. Die Regeln sind dann so. Du hast es ja gerade angesprochen. Das Problem ist halt, warum bringst du dich erstmal so in Bredouille? Und das machen die halt schon öfters so, dass sie da auch vielleicht nochmal probieren, das spielerisch zu lösen. Und dann kommt hier nochmal drauf, wenn wir da halt den langen Ball spielen, haben wir natürlich Probleme, wenn wir Duksch noch vorne haben, der keine Kopfbälle macht, bis auf den einen, den ich gezählt habe. Wenn andere Spieler schnell den Ball verlieren, weil die keine Ballfertigkeit haben, dann ist das schon sehr tragisch. Denn wenn wir jetzt auf die zweite Halbzeit gucken, muss man ja auch sagen, das war natürlich dann so. Union Berlin hat da nicht mehr viel gemacht. Die hatten quasi das, was sie, glaube ich, immer am liebsten haben, sind in Führung. Und dann machen sie hinten doch relativ gute Defensivarbeit. Ja, wenn jetzt der rein auf die Gegentore achtet in der Tabelle, stehen die jetzt, glaube ich, an dritter, vierter Stelle und die haben natürlich dann ein, zwei größere Schlappen mal bekommen in der Hinrunde, ja, die letzten Spiele. Ich muss, ne? Ja, hallo, ich muss sofort ins Wort fallen. Union Berlin ist Tabellenzweite. Genau, aber ich will das mit den Gegentoren nochmal sagen. Das heißt, ich glaube, die hatten einmal 5-0 verloren in Freiburg oder so. Ne? Okay. Genau, sprich, die Mannschaft, du kriegst halt, die kriegen wahrscheinlich im Schnitt eher so ein Gegentor. Ja, und das ist dann halt genau das Thema. Ich fand, die haben danach auch jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht. Die haben in der ersten Halbzeit, fand ich, die jetzt für Tabellenplatz 2 nicht überragen haben. Es ist kein Feuerwerk abgebrannt oder so. Haben auch ihre Konter jetzt nicht so wirklich super gefährlich ausgespielt. Aber es hat halt vollkommen gereicht, weil Werder hat halt überhaupt nichts auf die Kette bekommen. Also das ist ja dieses allgemeine Problem, wenn die Gegner sich so ein bisschen hin reinstellen, wenn wir einen Ballbesitz haben, wir hatten auch mehr Ballbesitz. Da entsteht ja gar nichts, da entsteht ja keine Gefahr und dieses, wir flanken die Bälle einfach planlos rein Richtung Füllkrug, bringt ja auch nichts. Dann hast du da einen Zielspieler, wo soll der hinspielen? Die Abwehrreihen können sich gut drauf einstellen, du kannst ja quasi in der Luft doppeln. Wie gesagt, du kannst immer außen vor lassen, ist völlig egal und dann ist das halt relativ einfach, finde ich, zu verteidigen. Und wir kamen halt nie in diese Möglichkeiten, die dann relevant sind. Wir hatten ja noch mal einmal, ja gut, das war ein Freistoß, glaube ich, von Bittencourt, ne? So ein bisschen Gefahr. Und uns fehlt ja dann auch, dass wir irgendwo Tempo haben, dass wir vielleicht Freistöße ziehen, dass wir vielleicht mal ein paar Eckbälle ziehen. Also mir fehlt immer dieses Handball-Thema, dass man halt mal sich richtig festsetzt im 16er. So hatte man ja nie das Gefühl, erinnere dich an die letzten paar Minuten dann, ne? In der Nachspielzeit oder sagen wir mal 88. bis 94. Da hatten die dann nachher den Ball an unserer Eckfahne, die Berliner. Da war gar nichts. Da war auch kein Schwung. Und es fehlt auch dieser Schwung, der uns in diesen ersten 5, 6, 8 Spielen ausgezeichnet hat. Ne? Der Saison. Wo
Man hat jetzt nicht mehr das Gefühl, dass wir jetzt stärker sind, physisch, läuferisch. Wir sind wieder 4 Kilometer weniger gelaufen. Und ich glaube, die Vorbereitung war eine reine Katastrophe, wenn man das so sehen will, für den Moment. Worauf ich, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, noch darauf zu sprechen kommen möchte, ist das 2-1, was natürlich psychologisch wäre, zum total ungünstigen Zeitpunkt fällt. Ich glaube, die zweite Halbzeit war 30 Sekunden alt, vielleicht 45 Sekunden alt, und dann liegen wir schon wieder im Rückstand. Und der Reporter im Fernsehen hat es 2-3 Mal angesprochen, das muss ja auch der Werder-Trainer, die Werder-Trainer, das Trainerteam muss das ja wissen, dass Union Berlin bei Standards brandgefährlich ist. Und so fällt das Tor wieder nach einer direkten Ecke. Und was macht Gruev da, ne? Das ist wieder das, was ich meine, dieses Zweikampfverhalten, dieses Bissige. Er dreht sich vom Kopfball weg. Er geht ja gar nicht richtig zum Kopfball hin, weil er sich so wegdreht. Warum mache ich sowas? Geh doch einfach, bleib an dem Mann, versuch den Mann zu stören und dreh dich nicht vorher weg. Und das finde ich wieder, beide Tore selbst eingeschenkt. In Köln, wie gesagt, 3 Tore mindestens selbst eingeschenkt. 8 Friedel, 1 Tor, 4 Tore selbst eingeschenkt. Und so kannst du ja die Spiele nicht gewinnen, wenn du dir immer den Scheiß selber verboxt. Und da musst du ja irgendwann mal 7-0 führen, damit du keine Angst hast, dass du noch verlierst. Weil es kommt ja nur noch Scheiße. Also im Jahr 2023 beide Spiele, beide 180 Minuten. Das war ja eine Fehlerhäufigkeit, die habe ich, glaube ich, vorher in 14 Spielen von Werder nicht gesehen, was ich in diesen beiden Spielen gesehen habe. Das geht ja gar nicht mehr. Ein Jung, wie du schon gesagt hast, dann spielt er schon nur die Sicherheitspässe und die langen auch noch beim Gegner. Ein Bittencourt läuft sich immer fest. Ein Füllkrug, das ist der mir am meisten leid tut, der hängt einfach nur in der Luft, der, wenn es nicht geht, einfach lang auf Füllkrug. Ja, aber da sind auch dann 3 Gegenspieler bei ihm, die ihn beim Kopfball stören. Und wie gesagt, das hatten wir vor 2-3 Sendungen angesprochen. Ich hoffe nicht, dass der jetzt noch wechselt, ne? Also ich bin mal echt gespannt. Ich zitter bis zum 31. Januar nicht, dass da auf einmal noch was Kurzfristiges kommt. Und da ist uns ja wohl klar, wenn der Füllkrug auch noch weg ist, ja, dann aber richtig Großmahlzeit. Aber wenn wir jetzt noch beim Nachbericht sind, es ist eindeutig so, Sepp, dass wir gegen keine starke Unioner Mannschaft gespielt haben. Die waren definitiv nicht so stark, als die 12 Spieltage Tabellenführer waren. Da hätte man ganz locker meiner Meinung nach einen Punkt holen können. Aber Werder Bremen in der Phase holt keinen Punkt. Jetzt aber wieder eine ganz wichtige Frage für euch User. Da möchte ich auch, dass ihr einen Kommentar reinschreibt. Und Sepp, dir stelle ich jetzt persönlich die Frage. Ole Werner nachher in der Pressekonferenz 2 ganz entscheidende Aussagen. Die erste Aussage: Mich interessiert ein Scheißdreck, was vor 2 Jahren hier war. Auf den Hinweis, dass jetzt eine negative Spirale kommt. Aber viel wichtiger, und da möchte ich die Stellung von dir haben zu diesem Satz oder zu diesen Sätzen. Er hat gesagt, er sieht das jetzt alles nicht so schlimm an, dass man 4 Niederlagen in Folge hatte, weil man gegen den Tabellenersten, Tabellenzweiten und gegen den Tabellendritten gespielt hat. Also alle 3 Mannschaften von oben. Bevor ich da näher drauf eingehe, Sepp, das sehe ich komplett anders. Was ist deine Meinung? Ja, kann ich dir auch gleich beantworten. Ich wollte nur eine Sache erwähnen, wollte dich vorhin aber jetzt nicht unterbrechen, weil du so schön in Schwung warst. Und zwar, haben wir ja im Vorbericht, du hast jetzt über die Standards gesprochen, wie brandgefährlich die sind. Und ich hatte ja im Vorbericht das auch nochmal erwähnt, dass die 2 Tore durch Standards gefallen sind. Ich glaube, es waren beides mal auch Eckbälle. Ich hatte da, glaube ich, noch sogar im Hinterkopf, dass sie nur 2-1 gewonnen haben. Es war ja 3-1, wie du ja richtigerweise gesagt hast. Und jetzt haben sie schon wieder dieses Tor gemacht. Und das geht halt nicht. Ich meine, du hast ja quasi die Analyse direkt vorm Spiel 1-1. Es ist dann jetzt nicht so, dass man sagt, ja, die sind gefährlich und haben das jetzt vor vielen Spieltagen gemacht. Und ja, wie du sagst, das sind natürlich dann einfachste Tore. Und wir haben auch immer wieder das große Problem: Wir spielen halt nie zu Null. Wir spielen nie zu Null. Und wir haben halt nicht immer nur diesen Spektakelfußball, dass wir 4-5 Tore schießen können. Das wollte ich vielleicht auch nochmal sagen, bevor ich dann endlich deine Frage beantworte. Wir haben jetzt auch statistisch gesehen, machen wir sehr wenig Torschüsse. Wir waren ja dann auch in der guten Phase oft wirklich mit wahnsinnig vielen Torschüssen. Wir hatten, glaube ich, mal bei manchen Spielen auch so gegen Augsburg, wo wir verloren haben, 20 Torschüsse dann oder 25 Stück. Wir schaffen jetzt keine 10 mehr. Ja, sowohl gegen Köln als auch jetzt. Also sehr schwierig. Jetzt zu deiner Frage. Ich halte jetzt persönlich überhaupt nichts davon. Von beiden Aussagen halte ich nichts, weil wir wissen ganz genau, wir kommen nachher drauf, 21, beachte diese Zahl, ganz wichtig. Das ist jetzt so ein bisschen so dieses Alibi, ja. Wir haben gegen die verloren, die sind alle gut. Wir haben es ja gerade angesprochen, oder was hast du gerade gesagt? Union Berlin jetzt nicht in der herausragenden Form. Leipzig, die waren schon ganz gut, muss man sagen, und Bayern, okay. Ja, aber man sieht ja auch, was man vielleicht mal gegen die Bayern erreichen kann. Siehe Köln, die haben auch unentschieden gespielt, die stehen sogar knapp vorm Sieg. Also es ist ja auch nicht unmöglich. Köln ist jetzt auch nicht Tabellenzweiter und Anwärter auf die deutsche Meisterschaft. Also es ist halt
eine Frage der Leistung der Mannschaft und wie viel sie bereit ist, halt zu gehen. Wir sind wieder 4 Kilometer zu wenig gelaufen, wir sind davor 6 Kilometer zu wenig gelaufen. Es ist halt einfach keine Power da. Und ob das jetzt an den 13er-Kader liegt, der quasi spielt oder wie auch immer. Ich habe jetzt noch vom Rappo irgendwo, glaube bei Sportbild war das gelesen, dass sogar gesagt wurde, Ole Werner wäre jetzt froh gewesen, wenn er geblieben wäre. Wollte ihm aber auch keine Steine in den Weg legen, weil er halt so wenig Einsatzzeiten bekommen hat. Es muss sich halt, wenn man so auch alle anderen Meinungen hat, so ein bisschen was tun. Aber wir werden auf dem Transfermarkt wohl nicht tätig. Ich habe jetzt nichts dergleichen gehört. Und wir sehen hier auf jeden Fall große Probleme. Wir werden jetzt da gleich zu Wolfsburg kommen. Ganz, ganz schwierige Gegner. Wir müssen zum VfB Stuttgart, seit über 10 Jahren nicht gewonnen. Die hängen auch unten drin. Wir haben Dortmund, wir haben noch Frankfurt. Ja, da kannst du dich auch hinstellen und sagen, ja gut, Dortmund, Frankfurt, das sind auch Mannschaften unter den ersten 5. Soll man das jetzt immer als Ausrede gelten lassen? Sondern wir müssen halt punkten. Und zwar ganz dringend. Sonst ist das eine Abwärtsspirale, genau wie in der Abstiegssaison. Wir haben jetzt schon 4 Niederlagen, der Rekord war bei 7. Könnt ihr jetzt ja mal hochrechnen, wie schnell man auch bei 7 ist oder halt auch bei 8 Niederlagen. Und erst danach kommt ein Spiel mit dem VfL Bochum zum Beispiel zu Hause, was dann auch wieder ganz entscheidend ist. Und er muss mal zusehen, dass er auch mal dafür sorgt, dass die Mannschaft zu 0 spielt. Dann haben wir wenigstens einen Punkt. Das sollte man seine Aufgabe machen. Defensive Stabilität, so, und dann mal daraus sozusagen agieren. Wir haben zwar auch in der ersten Halbzeit, weil wir da gut mitgespielt haben, haben auch durchaus wieder Pressing gemacht, aber wir können es halt nicht mehr. Wir sind nicht mehr, haben diese Fitness nicht mehr, um das halt so überraschend zu spielen, wie halt oft gesagt, am die ersten 8 oder 10 Spieltagen. Ja, kann ich dir nur mit allem recht geben, was du gesagt hast, deine Meinung dazu. Und ich finde die Aussagen auch total schwammig vom Ole Werner, da zu sagen, ja, wir haben gegen Platz 1, 2 und 3 gespielt. Was soll sowas? Du kannst auch mal als Tabellen-17er einen Tabellenführer schlagen. Da kann ich nicht sagen, vor Ehrfurcht erstarren und sagen, oh, jetzt kommen die Bayern, da haben wir sie so gegen verloren. Nein, die Aussage finde ich komplett schwammig, geht gar nicht. Und auch mit der Situation vor 2 Jahren interessiert mich ein Scheißdreck. Die Aussage würde ich auch noch mal 3-mal überlegen, weil vor 2 Jahren hat es uns gezeigt, wie negativ es laufen kann. Und das muss ein Ole Werner auch sich noch mal angucken. Du hast es gerade angesprochen. Die nächsten 4 Spiele sind Wolfsburg, Stuttgart, Dortmund, Frankfurt. So, 4 Spiele schon am Stück verloren. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, liebe Werder-Fans, gerne Kommentare rein. Aber ich habe da nicht große Hoffnung, vielleicht in Stuttgart, dass es da Punkt ist. Aber die anderen Spiele, wie gesagt, Vorbericht Wolfsburg folgt gleich. Da kommt eine Statistik, da können wir nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Definitiv, was da los ist. Und es muss ja eine Mannschaft werden. Wir wurden auch gelobt in der Hinserie, dass wir eine Mannschaft sind. Ich fand auch auf dem Platz die Kommunikation, da habe ich extrem drauf geachtet. So nach dem 1-2, so dass keiner da ist, ne? Der Fülle sonst immer kommt jetzt, Jungs und so weiter. Jetzt nur mal nach vorne Gas geben, einen drauflegen. Das erinnert mich an Bochum, Sepp. Kannst du dich daran erinnern, wie er noch in den 88. Minute ihn noch richtig angefeuert hat? Und dann fielen die beiden Tore noch. Oder bei Dortmund sogar im Stand von 0-2 hat er sie noch angefeuert. Liebe Werder-Fans, ihr wisst das alle. Das ist auch alles vorbei. Das gibt es nicht mehr. Und eine besondere Szene, und dann können wir, finde ich, den Nachbericht abschließen, Sepp, was für mich komplett eindeutig war. Ich hoffe, du kannst dich an diese Situation erinnern. Wir hatten die 89. Minute, wir hatten in der eigenen Hälfte, in der 89. Minute, wir liegen 1-2 zurück, haben in der eigenen Hälfte einen Einwurf von Mitchell Weiser. Kannst du dich an diese Situation erinnern? Er hat, glaube ich, eine halbe Minute gebraucht, dass er den Einwurf ausgeführt hat, weil er gar nicht wusste, wen er anwerfen sollte. Und dann, wie gesagt, jetzt, damit müssen wir aufhören, weil jetzt gehe ich gerade wieder, ich persönlich, in eine Spirale rein, wo ich mich, wir liegen 1-2 zurück, wir haben die 89. Minute und er weiß nicht, wo er den Ball hinwerfen soll. Also bei einem Heimspiel, wo man 1-2 zurücklegt, da fehlen mir wieder die Worte. Und das war ganz exemplarisch für dieses Spiel. Das war 3-mal Ausrufezeichen hinter dieser Situation. Ja, da gebe ich dir recht. Und das ist, da war einfach nicht diese Leidenschaft da. Das hätte man, glaube ich, auch noch, bis heute hätten die noch spielen können, es wäre nichts passiert. Genau. Und es war jetzt nicht mal so, dass es so ein Spiel ist, wo nichts funktioniert. Das sah man danach bei Köln, dass dann auch wirklich gar nichts mehr funktioniert hat. Oder dass jeder Ball quasi in die falsche Richtung lief. Ne? Jeder Zweikampf war irgendwie ein Abpraller zum Gegner. Aber hier hätte dann einfach noch der Schwung gefehlt. Muss ja auch einfach sagen, das Stadion war natürlich auch überhaupt gar keine Unterstützung, ja, fand ich. Da war auch natürlich nichts da, was die Mannschaft vielleicht nochmal nach vorne gepeitscht hat. Aber klar, Clemens Fritz hat auch vor dem Spiel gesagt, es kann nicht immer sein, dass es
das Publikum oder die Zuschauer das Stadion einrettet, sondern die Mannschaft muss es auch mal aufs Spielfeld bringen. Und da hat dann doch schon wieder was gefehlt. Und ich glaube, es ist halt ein konditionelles Problem gerade eben. Die sind halt nicht so fit und ziehen es halt einfach nicht durch. Warum? Weshalb? Weiß ich nicht. Aber so sieht es halt aus. Von daher, Scoop, du hast es schon angesprochen. Machst du uns bitte noch einen Rausschmeißer und dann können wir gleich nämlich rübergehen zur nächsten Party, nämlich dem Vorbericht dann für Wolfsburg. Ja, den Rausschmeißer für den Nachbericht gegen Union Berlin muss ich mal ganz weg von Werder Bremen gehen. Also Union Berlin, was der Trainer aus dieser Mannschaft gemacht hat, der Urs Fischer, also ganz großen Respekt. Ich hatte es ja beim Vorbericht vorgestellt, 2019 aufgestiegen, Europa League, Conference League, wie weit die auch technisch jetzt sind, dass sie für einen guten Fußball spielen, dass die Tabellen Zweiter sind. Also ganz ehrlich, Hut ab vor der Arbeit von dem Jungen, von dem ganzen Verein. Ganz großen Respekt, war trotz alledem lebenslang und weiß. Vorbei am Weserstrand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen.
Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.